Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön fair in den Kommentaren. Los geht's mit der zweiten Bundesliga mit Kiel gegen Bielefeld und ja, viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Gegen den SV Sandhausen hat es für Arminia Bielefeld mal wieder nicht zu einem Sieg gereicht. Jetzt wurde es im Holsteinstadion gegen die Kieler Störche nicht unbedingt einfacher und die Gastgeber hatten hier die bessere Anfangsphase. Honsack, Torschütze vom Spiel gegen Dynamo Dresden, macht die hier in der dritten Spielminute direkt mal eine richtig starke Aktion. Und da musste sich dann Ortega Moreno schon direkt mal auszeichnen. Es war eine gute Anfangsphase und so zog sich das auch bis kurz vor die Pause weiterhin. Mühling mit dem Ball, wieder Honsack, wieder Ortega Moreno. Und das war die Geschichte der ersten Halbzeit. Und trotzdem war noch nicht Schluss. Mühling nochmal, wieder Honsack und wieder das Pech am Fuß kleben in dieser Situation. Somit ging es dann torlos in die Halbzeit. Bielefeld war nicht gut in der Partie drinne. Keine wirklich gute Tormöglichkeit und glücklich, dass es hier noch torlos stand. Dann in der 50. Spielminute mal eine Standardmöglichkeit für die Gäste von der Alm. Reingetreten und dann ist Owosu da und irgendwie geht der Ball tatsächlich rein. 51. Spielminute, das erste Saisontor für Prinz Owosu und irgendwie geht der Ball dann auch rein. Höchst unglücklich für Kiel, aber sie hatten ja noch genug Zeit, hier den Treffer zu erzielen. Zumindest einen Punkt mitzunehmen. Schindler kommt nicht durch. Meffert, Vandenberg, aber Ortega Moreno ist auf der Hut. Der ist super drauf, den fängt er mit der Mütze. Trotzdem war weiterhin Kiel am Drücker. Honsack auf Lee und wieder Ortega Moreno. Es war zum Verzweifeln für die Kieler. Es hätte locker 3-4, vielleicht sogar 5-1 stehen müssen, ohne zu übertreiben. Top-Partie der Kieler, nur das Tor fehlte bis zur Schlussphase und so blieb es dann auch. Nochmal in letzter Instanz Schindler gegen Ortega Moreno. Ortega Moreno hält damit den Dreier für Bielefeld fest, nach Wochen, nach Monaten der Tristesse. Der MSV Duisburg muss jetzt endlich mal wieder punkten. Jetzt kam der Hamburger Sportverein, der unter Hannes Wolf überragend drauf ist, vielleicht nicht unbedingt zum besten Zeitpunkt in die Schau ins Landreisen Arena und die Gäste wollten von Anfang an zeigen, wer hier der Favorit ist. Holpi mit der ersten Möglichkeit, aber Mesenhöhler noch ohne größere Probleme. Doch trotzdem weiterhin nur die Gäste von Hannes Wolf gefährlich nach vorne unterwegs. Und Holpi hätte hier spätestens das 1:0 erzielen müssen. Mesenhöhler ist aber wieder aufmerksam und konnte den Rückstand vermeiden. Sehr schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt für Duisburg, dass es noch 0:0 stand. Vor der Pause dann ein Eckstoß von der rechten Seite, den Duisburg hier nicht klären kann. Und dann fällt der Ball vor die Füße. In der 44. Spielminute stand es dann verdientermaßen 0:1. Viertes Saisontor für Aaron Hunt. Der Ball wird von Engi noch abgefälscht und so ist für Mesenhöhler jetzt auch mal nichts mehr zu halten. Verdientes Resultat und Duisburg wurde erst im zweiten Durchgang wirklich mal gefährlich nach vorne. HSV kann den Ball in dieser Szene nicht klären. Das ist dann Schnellhardt. Der sieht da Iljutschenko und der ist eiskalt. Zweites Saisontor erst für den Stürmer. Und in der 65. Spielminute kam der MSV wie aus dem Nichts zurück in diese Partie. Absolut schmeichelhaft für die Gastgeber, für die Elf von Lieberknecht. Das wollte Wolfs Elf jetzt aber noch ausgleichen. Naray mit der Flanke. Wiegel kann es nicht richtig klären. Dann ist der Abschuss von Holpi da ähnlich schon wie das 1:0 von Hand mit diesem Schuss aus luftiger Höhe, aber in der Szene nicht perfekt platziert. Die Zeit wurde knapper, der HSV bekam aber nochmal eine Standardsituation. Khaled Naray legt sich den Ball zurecht und jetzt vielleicht jemanden in der Mitte finden. Da ist auch Rick van Drongelen, aber der kann den Ball nicht mehr drücken und so muss sich unter dem Strich der HSV etwas vom Pech in dieser Partie begleitet mit dem 1:1 zufrieden geben. Damit werden sie auch leben können. Es wäre dennoch mehr drin gewesen für den MSV. Ist das zwar kein großer Sprung nach vorne, trotzdem prestigeträchtig sicherlich. Dieser Punkt zumindest gegen den HSV. Rückschlag im Verfolgerduell zwischen Bochum und St. Pauli. Am Ende stand es 1:3 und jetzt sollte man gegen den ersten FC Union Berlin zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Eisernen sind ja noch immer ungeschlagen, gerieten hier aber erstmal unter Druck. Jamra ist das mit dem Fallrückzieher, der das Aluminium mal um seine Beständigkeit prüft, aber
kein Problem und Gikiewicz ist ganz froh, dass er da nicht eingreifen musste. Dann auch mal Union Berlin auf dem Weg nach vorne. Lenz auf Mees weitergeleitet und Sebastian Andersson trifft auch nur das Außennetz. Es war eine unterhaltsame Spitzenpartie mit zwei gut aufgelegten, spielerisch wertvollen Mannschaften. Jetzt wurde aber der Gastgeber nochmal einen Tick stärker. Manuel Schmiedebach mit der einfachen Körpertäuschung und Jules leitet weiter auf Sebastian Andersson. Der hat die Übersicht unter Kaki Gogia. Lässt in der 34. Spielminute Manuel Riemann keine Chance. Der schlägt einfach ein und ist zu platziert geschossen. Vor der Pause aber nochmal der Gast aus Bochum und dann konnten sie auch zustechen. Sydney Sam, zweites Saisontor erst, machte eine sehr auffällige Partie gegen den FC St. Pauli und jetzt konnte er sich für sein Engagement belohnen. Doch die Pause war immer noch nicht eingeleitet, sondern damit, mit diesem Treffer, wurde die erste Halbzeit beendet. 45. Minute plus 4, doch also noch die Pausenführung für Union, auch wenn man es der mit dem späten 1:1 in der ersten Halbzeit nicht mehr für möglich gehalten hätte. Jetzt kam dann wieder mal der Gast, sie wollten ihn ausgleichen. Wie gesagt, spielt eine gute Partie, spielerisch sehr stark, was sie an den Tag legten. Die Chancen wurden aber etwas harmloser und die Zeit wurde vor allem auch weniger. Der erste FC Union Berlin war darauf bedacht, diesen Dreier jetzt irgendwie über die Zeit zu retten. Und jetzt schafften sie das auch weitestgehend, hatten noch eine Möglichkeit hier durch Andersson. Aber Riemann schmiss sich auf den Ball trotzdem. Das war die letzte erwähnenswerte Situation. Union Berlin rettet sich also mit diesem 2:1 über die Ziellinie und Bochum muss sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben. Greuther Fürth musste gegen Aue eine heftige Packung hinnehmen. Jetzt starteten sie hier aber gegen den leicht favorisierten FC St. Pauli stark in diese Partie am Millerntor. In der 8. Spielminute war es Julian Green, der relativ einfach und freistehend vor Himmelmann zum 0:1 einschieben konnte. In der 18. Spielminute erhöhte David Raum zum 0:2. Auch da ist Himmelmann wieder chancenlos. Die Abwehr von St. Pauli hatte mit der vom Montagabendspiel gegen Bochum nicht mehr so viel zu tun. Zierreis fehlte, aber auch gelb gesperrt. Vielleicht dafür eine Erklärung. Nach einer halben Stunde kam aber dann Waldemar Sobotta mit dem 1:2. Den hämmert er mit seinem linken, etwas schwächeren Fuß rein. Da war in der Situation dann für Burchardt auch nichts zu halten. Damit ging es dann erstmal in die Pause, aber in der 49. Minute machte Henk Fährmann den 2:2 Ausgleich. War ja erfolgreich im Elfmeter-Nachschuss und legte dann noch für Mats Möller-Deli einen Treffer auf am Montagabend gegen VfL Bochum. Sascha Burchardt, auch hier streckt er sich vergeblich. War noch nicht das Ende der Partie, denn in der 82. Minute konnte Sammy Alagui zum 3:2 per Elfmeter treffen. Eben beim Spiel gegen Bochum verschoss er den Nachschuss, machte dann Fährmann rein. Hier trifft er und damit entscheidet er die Partie. St. Pauli gewinnt 3:2 gegen Greuther Fürth. Paderborn musste gegen Dynamo Dresden in der 19. Spielminute den ersten Rückschlag hinnehmen. Da war es Moussa Kone in der 19. Spielminute, der das 1:0 für die Gäste erzielen konnte gegen Zingerle. Es war übrigens auch kein Abseits. Trotz harter Reklamation wurde nicht eingegriffen. Julius Dücker konnte das in der 29. Spielminute jedoch ausgleichen. Schöner Schuss ins kurze Eck hinein. Schubert, der gegen Kiel teilweise nicht so ganz gut aussah, ist hier gegen diesen straffen Schuss nicht in der Lage, den zu halten, aber auch kein Vorwurf an dieser Stelle. Julius Düker mit dem Doppelpack, 45. Spielminute, super Treffer oben in den Winkel. Auch da ist wieder mal für Schubert nicht zu halten. Hier war er noch machtloser als schon sowieso in der ersten Aktion. Es ging für Paderborn dann positiv weiter. Nach der Pleite gegen Hamburg konnte man sich dann zu Hause regenerieren. Sven Michel machte in der 52. Spielminute die Entscheidung. Paderborn gewinnt also in der Benteler Arena gegen die SG Dynamo Dresden mit 3:1. Geht unter dem Strich in Ordnung und Dynamo Dresden verliert mal wieder. Der Heimauftakt von Jens Keller beim FC Ingolstadt hätte durchaus besser losgehen können. 7. Spielminute, Dennis Tomala mit dem 1:0 für die Gäste aus Heidenheim, die hier von Anfang an klar machen wollten, hier geht gar nichts für die Schanzer. Das zog sich dann auch so weiter fort. 15. Spielminute, Norman Teuerkauf mit einem absoluten Traumtor. Aus knapp 25 Metern hängt er den Ball oben links in den Winkel. Da ist für Buntic gar nichts zu halten und es kam noch bitterer Durchmarkschnatterer in der 35. Minute bereits dann das Endresultat. 0:3 verliert Ingolstadt, also auch das Heimdebüt von Jens Keller. Absolut misslungen und Heidenheim siegt so hochverdient mit 3:0
im Audi Sportpark. Der SSV Jahn Regensburg startete perfekt in die Gastpartie beim SV Sandhausen. Da war es Marco Grüttner in der vierten Spielminute, der per Kopf erfolgreich war und das 1:0 für die Gäste bereits in der Frühphase dieser Partie erzielen konnte. Da war Schuhn machtlos in dieser Situation. Sandhausen spielte ja zuletzt 1:1 gegen Arminia Bielefeld. Doch Philipp Klingmann konnte das kurz vor der Pause ausgleichen. 45. Spielminute, steht da völlig frei, behält dann vor Penke die Ruhe und setzt den Ball ins Nest hinein. Und so ging es dann mit diesem Remis auch in die Halbzeit. Für Penke in dieser Situation natürlich gar nicht zu halten. Da wurde er etwas alleine gelassen. Dann Andrew Wooten in der 58. Spielminute mit dem 2:1 Kopfballtor. Setzt sich da im Kopfballduell durch, macht das klasse, macht das überragend. Und da ist dann abermals für Penke nichts zu halten. Kommt zwar noch in die Ecke, ist aber einen Moment zu spät. Und konnte dann auch das 3:1, das Entscheidende, nicht mehr verhindern. Doppelpack Andrew Wooten, da kommt er völlig alleine vor Penke zum Schuss. Sichert damit Sandhausen einen Dreier, der unter dem Strich auch in Ordnung geht. Der SSV Jahn Regensburg muss sich mit dieser Pleite dann im Endeffekt auch zufrieden geben. Der FC Erzgebirge Aue zerstückelte am letzten Wochenende Greuther Fürth. 5:0 konnten sie die Kleeblätter besiegen. Jetzt kam Darmstadt hier ins Stadion, die sich mit Ach und Krach zum 1:1 retten konnten gegen Ingolstadt. Und jetzt machten sie hier den perfekten Start auf einmal klar. Die Lilien mit dem Traumtor. Kempe ist das, hängt den Ball oben rechts in den Knick, nicht zu halten für Martin Mennel. Da kann man sicherlich nochmal ein zweites Mal drauf schauen. Und sie hatten 10 Minuten vor der Pause die Möglichkeit noch zu erhöhen. Serdar Dursun mit Kaku Talua im Zweikampf setzt ihn da unter Druck, macht den Riesenfehler. Aber Yannick Stark kann es nicht ausnutzen. Mennel ist da und verhindert das 0:2. Wäre zu diesem Zeitpunkt absolut verdient gewesen und der hätte, glaube ich, auch perfekt gepasst. Vor der Pause dann endlich mal die lila Pfeilchen. Nazarov über die rechte Seite mit der Flanke und da ist Clemens Fandrich mit dem Ausgleich, aber abseits. Richtige Erkenntnis des Assistenten werden wir gleich sehen. Das wäre schön gewesen für Aue, aber man sieht eben, das ist die richtige Entscheidung. Steht da doch recht deutlich im strafbaren Raum. Im zweiten Durchgang wurde Aue dann aber noch stärker und jetzt konnten sie sich dafür auch belohnen. Kein Abseits mehr nach einem Eckstoß, auch relativ schwierig. 7. Saisontor für Pascal Testroth. Der hält die Fußspitze hin. Heuer Fernandes wird getunnelt. Und so schon mal das Ausgleichstor hergestellt. Jetzt wurde die Elf von Schuster etwas frecher nochmal. Aitach Zulu nach Sperre wieder dabei, aber der Kopfball war jetzt nicht wirklich gefährlich. Trotzdem die Lilien nochmal gefährlicher zum Schluss in dieser Partie. Kempe auf Jovan Jones, der mit der Flanke und das Serdar Dursun 1:2 in der 82. Spielminute. 7. Saisontor für den Stürmer. Und die Frage war das jetzt der Lucky Punch? Aue kam aber noch einmal nach vorne. Und das ist Testroth auf Hermann. Und der schrammt ganz haarscharf am Ausgleich vorbei. Wäre verdient gewesen. Darmstadt war nicht die bessere Mannschaft, aber die etwas glücklichere. Und so fahren sie diesen Dreier sehr zufrieden ein und gehen damit sehr glücklich nach Hause. Der 1. FC Köln zieht gemeinsam mit dem Hamburger Sportverein aktuell seine einsamen Kreise in der 2. Bundesliga, stehen ganz weit oben und da wollten sie heute gegen Magdeburg am Montagabend anschließen. Das taten sie auch bereits in der 3. Spielminute, gingen sie dann in Führung. Dominik Drexler mit seinem 4. Saisontor markierte er hier den frühen Führungstreffer für die Gastgeber. Das konnte natürlich das Stadion in Müngersdorf erstmal in Ausnahmezustand versetzen. Die Magdeburger Gäste wurden selten mal vorstellig, wenn... Dann war es mal ein Standard, der zumindest so ein bisschen Torgefahr versprühen konnte. Dieser Kopfball von Schäfer war aber alles andere als gefährlich. Der ging meilenweit über den Kasten hinweg. Aber Köln war einfach die bessere Mannschaft und so kam sie vor der Pause zur nächsten Möglichkeit. Das ist Cosiello, der sieht Simon Terodde, legt zu Horn. Der Abschluss von Drexler trifft dann aber nur das Außennetz. Hätte er hier den Doppelpack durchaus erzielen können. Es war keine optimale Schussposition und so geht der Ball dann eben nicht in den Kasten hinein. Zweiter Durchgang, 10 Minuten knapp gespielt. Der 1. FC Köln wollte das 2:0 erzielen. Und Marcel Risse hätte das hier in dieser Situation um ein Haar dann auch getan. Der 1. FC Magdeburg teilweise überfordert. Aber lange Strecken konnten sie eben dieses 1:0 halten und blieben damit zumindest
spielerisch oder ergebnistechnisch besser gesagt im Spiel. Jetzt wollte aber der FC das Ganze klar machen. Das 2:0 hätte sicherlich auch die Entscheidung bedeutet. Und das tat dann auch Marcel Risse in der 66. Spielminute. Nämlich dieses Spiel entscheiden. Sein erstes Saisontor, fällt sicherlich auch eine Last von ihm ab. Trifft unten links rein, da ist nichts zu parieren. Und dann hätten sie hier noch die Möglichkeit, einen draufzusetzen. Tore technisch ist ihnen ja sowieso niemand gewachsen in dieser Liga. Nicht mal der Hamburger Sportverein. Und da gab es dann tatsächlich nochmal die Möglichkeit. Drexler trifft aber nur das Aluminium, hätte er seinen starken Auftritt nochmal mit einem Doppelpack krönen können. Aber er wird trotzdem zufrieden sein. Köln gewinnt gegen den 1. FC Magdeburg zum Abschluss dieses Spieltages mit 2:0. Sonnhof Groß-Asbach spielte am Freitagabend zum Auftakt dieses Spieltages gegen Fortuna Köln und sie starteten nicht gut rein. Thomas Brücker machte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 0:1 mit einem doch recht platzierten und harten Schuss unten rechts rein. Und wieder mal in der Nachspielzeit, diesmal aber im zweiten Durchgang, machte Michael Eberwein per Kopf den Auswärtssieg fest. Fortuna Köln hatte in den letzten Wochen und Monaten wirklich schwere Zeiten zu überstehen. Jetzt gewinnen sie endlich mal wieder. Groß-Asbach muss sich dann eben mal wieder geschlagen geben. Topspiel im Alpenbauer Sportpark. Die Spielvereinigung Unterhaching empfing den Tabellenführer aus Osnabrück und die Gastgeber. Trotz des 0:0 gegen Lotte waren sie hier richtig stark drauf und hätten durch JP Müller nach einer halben Stunde zu 100% in Führung gehen müssen. Körber ist aber aufmerksam, ist in der Ecke dann aber trotzdem. Das muss natürlich der Treffer sein. JP Müller heute über die linke Seite mit der besten Möglichkeit bis dato. Aber jetzt wurde Haching vor der Pause stärker. Hein auf Lukas Hufnagel, der nimmt sich mal das Herz und trifft in der 37. Spielminute zum 1:0. Drittes Saisontor für ihn. Wieder auf der Doppel-6 aufgestellt, konnte er hier eben den Führungstreffer markieren und der war verdient. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Osnabrück kam einfach nicht rein an diesem Nachmittag. Es war nicht der Tag, der Elf von Daniel Thune. Hier hätte schon 2:0 stehen können, aber Körber ist auch ein klasse Keeper, kann den dann zum Eckstoß abwehren. Der kam dann auch ebenfalls gefährlich rein. Endres kommt auch an den Kopfball ran, beziehungsweise kommt mit dem Kopfball an den Ball ran. Setzt ihn aber doch recht deutlich am Tor vorbei. Trotzdem blieb die Elf der Gastgeber weiter am Drücker und hätte das 2:0 hier durch Lukas Hufnagel erzielen können. Aber es ist wieder Körber mit einer starken Parade, der die Entscheidung oder die Vorentscheidung zumindest verhindern konnte. Der anschließende Eckstoß dann von der rechten Seite. Da ist dann JP Müller irgendwie abgefälscht, landet der Ball bei Marco Schwabel, der grätscht noch rein und in der 67. Spielminute macht der rechte Verteidiger die Entscheidung. Körber kann gegen diesen abgefälschten Schuss nichts mehr machen. Das war dann die Entscheidung. Osnabrück hätte in der Nachspielzeit hier nochmal rankommen können. Alvarez auf Farona Pulido, der bekommt den Abschluss, aber Königshofer ist da und spielt dann auch zu 0. So gewinnt der Gastgeber absolut verdient mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Es wird die Elf von Daniel Thune sicherlich nicht umbringen. Trotzdem hätte man hier sicherlich gerne einen stärkeren Auftritt hingelegt. Der FC Hansa Rostock ging durch Sebio Suko in der 19. Spielminute mit 1:0 gegen den VfR Aalen in Führung. Zuletzt verlor man ja gegen den KFC Uerdingen mit 2:1. Aalen spielte 3:3, sehr unglücklich gegen Cottbus in der letzten Minute noch den Ausgleich kassiert. In der 40. Spielminute Doppelpack, Sebio Suko taucht da relativ einfach und frei vor Bernhard auf, macht das Ding dann auch ohne große Probleme rein. Da hat er natürlich die Qualität, den zu verwandeln, lässt Bernhard keine Chance in dieser Situation. Und in der 75. Minute krönte Jonas Hildebrand einen starken Auftritt zum 3:0, das war dann auch der Endstand. So gewinnt der FC Hansa Rostock absolut verdient an diesem Nachmittag gegen den VfR Aalen, der über weite Teile des Spiels einfach komplett überfordert war mit der Heimmacht der Hansa. Der hallische FC konnte sich zuletzt gegen Braunschweig durchsetzen. Jetzt kam mit dem KSC aber ein deutlich härteres Kaliber auf der Gegnerseite zum Besuch. Und das war Choi in der 4. Spielminute, der hier schon das 1:0 hätte machen müssen. Richtig starker Auftritt zu Beginn
der Karlsruher. Dadurch aber auch hinten etwas anfällig. Pascal Sohm, der Siegtorschütze gegen Braunschweig, scheitert hier beim überragend reagierenden Ophoff. Die Anfangsphase war richtig turbulent und es hätten schon durchaus ein paar Tore fallen können. Jetzt wieder Karlsruhe auf der anderen Seite. Sané mit der Flanke und da ist Fink. Und mit seiner Qualität ist er in der Lage, solche Dinge eigentlich reinzumachen. Hier versäumt er es, die verdiente Führung für den KSC zu erzielen. Und wie es dann häufig so ist, Fetsch an die Latte und Zoom staubt ab. Das glückliche 1:0 unmittelbar vor dem Pausenpfiff für die Gastgeber. Viertes Saisontor für Zoom. Also jetzt schon zwei Spiele hintereinander erfolgreich gewesen. Beide Male das 1:0 erzielt. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der Hallische FC wollte es jetzt beenden. Manu aber bekommt den Ball nicht wirklich gefährlich auf das Gehäuse. Muss sich ärgern, aber unter dem Strich war das auch keine richtig gefährliche Szene. Und er ist nicht für sein starkes Kopfballspiel bekannt. Und dann rauscht er wirklich in Zeitlupe. Und das hier ist tatsächlich nochmal in Slow-Mo aufgenommen. Am Kasten vorbei. Viertelstunde vor dem Schluss. Was war mit Karlsruhe los? Kam jetzt nach vorne nicht mehr so viel nach der Gala gegen Münster. Waren sie hier nicht mehr so gut aufgelegt. Sie bekam noch mal die Möglichkeit. Marvin Pourier kommt hier auch zum Kopfstoß, der aber dann noch von Eisel relativ einfach abgefangen werden kann. Trotzdem Nachspielzeit. Nochmal Karlsruhe. Das 1:1 wäre jetzt auch verdient gewesen. Wanicek vergibt es aber und so verlieren sie doch recht unglücklich im Endeffekt mit 1:0 beim Halleschen FC. So in der 45. Spielminute war der Siegtorschütze, wie schon gegen Braunschweig, der Matchwinner für die Hallenser. Der FSV Zwickau konnte durch Ronny König in der 15. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Preußen Münster war hier zu Beginn der Partie etwas schläfrig und wurde dann dementsprechend auch zu Recht mit dem Rückstand nach 15 Spielminuten bestraft. Martin Kobylanski konnte das aber in der 28. Spielminute ausgleichen. Satter Schuss ins kurze Eck, da war dann auch nichts mehr für Brinkis zu halten. Antonic kommt an den Ball nicht mehr ran, so stand es dann eben 1:1. Es gab dann in der 49. Spielminute einen Strafstoß, den machte Ronny König doch recht souverän rein. Und der Ronny König eben krönte dann in der 61. Spielminute seinen fantastischen Tag mit einem Traumtor in den Winkel eben zu seinem Dreierpack. Kein lupenreiner Hattrick, war ja noch ein Treffer dazwischen und auch nicht in einer Halbzeit. Die Kirsche auf der Sahne lieferte dann Leon Lauberbach in der 66. Spielminute. Traf er zum 4:1 zu hoch, ganz klar. Aus Preußen-Sicht ist das natürlich noch etwas schmerzhafter. Man verliert mit 1:4 und so ein bisschen den Anschluss nach oben. Zumindest ein Punkt konnte sich der FC Energie Cottbus zuletzt gegen den VfR Aalen retten. In der 94. Spielminute war es Rangelow, der zum 3:3 noch treffen konnte. Der Gast aus Braunschweig ist aber ebenfalls dazu angehalten, mal wieder zu gewinnen. Ein Sieg steht da auf dem Tableau. Das ist deutlich zu wenig und man hat so viel Abstand zu den sicheren Plätzen und muss dann in solchen Situationen einfach auch mal das Glück haben, beziehungsweise nicht das Pech. Zweimal Pfosten, unglaubliche Szene, Sinnbild für die Spielzeit der Gastmannschaft. Und dann gab es hier von Rangelow erstmal die erste Möglichkeit. Es bleibt weiter heiß. Geißler legt nochmal zurück zu Zimmer und der testet Engelhardt. Kruse-Vertreter, der musste ja früh ausgewechselt werden gegen Halle, macht hier einen starken Job und pariert gleich doppelt. In der zweiten Halbzeit wurde Cottbus dann wieder stärker. Erstmal Holthaus, Pfosten und dann das Außennetz. Kuriose Szenen hier im Stadion der Freundschaft. Oftmals das Aluminium, starke Möglichkeiten, aber immerhin noch kein Tor bis zu dieser Szene. Knappe Stunde gespielt, dann mal Christopher Nyman und der mit diesem Sonntagsschuss. 58. Spielminute, zweites Saisontor für den Schweden. Und plötzlich führte die Elf von André Schubert und sie wussten gar nicht, wie das passieren konnte. Absolutes Glückstor, aber dafür auch umso schöner. Keine Chance für Aftos Bahic, ein traumhafter Abschluss, den man sich in der Zeitlupe gar nicht oft genug anschauen könnte. Energie Cottbus tat sich dann in der Folge schwer, darauf zu reagieren, probierte es aber nochmal mit aller Kraft, aber es war auch das Pech dann da an diesem Nachmittag. Holthaus mit der letzten nennenswerten Möglichkeit für die Gastgeber, die sich hier den Punkt verdient gehabt hätten, aber es nicht schafften, den Ball einmal an Engelhardt vorbeizukriegen. Und Braunschweig gewinnt tatsächlich mal wieder ein Spiel durch ein Traumtor von Christopher Niemann.
Der SV Meppen ging gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 in Führung. Nach 60 Spielminuten war es ein Fallrückzieher-Tor von Marius Kleinsorge, der dafür sorgte, dass die Sorgen beim FC Kaiserslautern größer wurden. In der 85. Spielminute aber dann der Ausgleich tatsächlich. Christian Kühlwetter fällt hier nach einem Eckstoß der Ball direkt vor die Füße. Der ist dann eisig kalt und setzt den Ball platziert ins linke Eck hinein. Und der FC Kaiserslautern wollte jetzt noch mehr in der Schlussphase, riskierte alles und wurde dafür belohnt. Hier Fehler von Leugas in der Verteidigung. Timmy Thiele ist dann aufmerksam, nutzt das eiskalt aus und schießt den 1. FC Kaiserslautern nach Ewigkeiten mal wieder zu einem Dreier. Sie können sich glücklich schätzen, hier in der Schlussphase einfach eine richtig gute Partie abgeliefert zu haben. Das 0:0 gegen Fortuna Köln war für den TSV 1860 München sicher eine absolute Enttäuschung. Und jetzt wollte man es gegen Jena an der Grünwalder Straße deutlich besser machen. Doch die Gäste hatten hier Glück, in der Anfangsphase durch Philipp Tietz in Führung zu gehen, weil 1860 die klar bessere Mannschaft war. Die abgezocktere war aber hier eben der Gast aus Jena, Philipp Tietz, eben mit seinem ersten Saisontor zum 0:1. Das wollten die Löwen vor der Pause aber noch ausgleichen. Wiltsch auf Wein, der mit dem Abschluss, und Joe Coppens mit der Klasseparade. Es wäre überfällig gewesen, der Ausgleich für den TSV, aber sie schafften es einfach nicht in dieser Phase oder über die komplette erste Halbzeit, ihre Überlegenheit nicht in Tore umzumünzen. So ging es dann mit 0:1 in die Pause. Philipp Tietz mit dem einzigen Torschuss für Jena war er dann erfolgreich und konnte sich, ja, glücklicherweise erstmal als einziger in die Torschützenliste eintragen. Im zweiten Durchgang dann weiterhin die Löwen sehr gefährlich. Das ist Nico Kager mit dem versuchten Abschluss, sieht dann nochmal Mölders, und Coppens ist wieder da, und an dem verzweifelten die Löwen sicherlich an diesem Nachmittag. Immer wieder Joe Coppens, super Reaktion, fährt er die Hand aus, und die Nummer 22 ist eine richtig starke Nummer 1 eben. Dann hätte es Mölders hier auch mal wieder machen können. Pech in der Szene, es kam für den TSV einfach alles zusammen. 10 Minuten noch knapp auf der Uhr, die Zeit wurde eben richtig knapp und irgendwann müsste es dann mal passieren. Dieser Abschluss aber aus zu spitzem Winkel. Und langsam, ja, sah es nach einem 0:1 aus. 1860 wollte es verhindern. Nachspielzeit nochmal 1860, nochmal 1860. Aber Jena schmiss sich jetzt rein, wollte es nicht mal hergeben. 8:2 Torschüsse, eine klare Sprache, die diese Partie an den Tag legt. Und trotzdem, den Dreier nimmt der Gast mit. Höchst glücklich, aber so ist dann eben auch Fußball in letzter Instanz. 1860 verliert unglücklich mit 0:1 gegen Carl Zeiss Jena. Würzburg startete gut in diese Partie und konnte sich dann kurz vor der Pause auch belohnen. Orhan Ademi in der 45. Spielminute. Guter Trick mit der Hacke, dann setzt er den Ball rein zum 1:0 gegen die Sportfreunde Lotte, die in der ersten Halbzeit keinen wirklich guten Auftritt an den Tag legten. Dann kamen die Gäste aber zur Geltung. 58. Spielminute, Jonas Hofmann bekommt den Ball irgendwie auf den Fuß, hat dann auch noch Glück, dass sein Ball irgendwie über die Linie geht. Dreves kann ihn nicht mehr richtig abwehren, sodass der Ball irgendwie dann auch im Netz eben einschlägt. Und in der 74. Spielminute konnten sie dann das Ganze sogar drehen. Lars Dietz mit dem 2:1. Und das war auch tatsächlich das Endresultat. Lotte gewinnt etwas schmeichelhaft gegen die Würzburger Kickers mit 2:1. Dürfte ihnen aber egal sein. Der Dreier ist auf jeden Fall auf der Habenseite. Wien Wiesbaden und der KFC Uerdingen beendeten diesen Spieltag am Montagabend. Stefan Aigner machte in der 15. Spielminute per Kopf das 1:0 für die Gäste. Schöne Flanke von der Außenbahn. Uerdingen musste auf den ein oder anderen Spieler gesperrtentechnisch verzichten. Hier aber machten sie erstmal eine richtig gute Anfangsphase und konnten dann auch zustechen. Nur wenig später dann in der 18. Minute Manuel Schäffler, aber der Top-Torjäger der Wiesbadener, mit dem Ausgleichstor. Gut gespielt, Vollert aus kurzer Distanz keine Möglichkeit gelassen, den abzuwehren. So stand es dann wieder ausgeglichen. Aber Aigner konnte in der 22. Minute abermals die Führung erzielen für die Gäste aus Krefeld. Bleibt da cool gegen Kolke im 1:1 aus 11 Metern, setzte den Ball unten rechts rein. Doch das war noch nicht der Pausenstand. Jules Schwadorf in der 38. besorgte den abermaligen Ausgleich 2:2. Also dann zur Pause gut gemacht, bleibt er auch kühl. Der schlägt nicht unbedingt komplett unten rechts rein, aber ist doch mit der nötigen Schärfe geschossen und fordert wiedermals keine Chance zu lassen. Dann nach einer Stunde 3:2, Maurice Littger nutzt hier den Fehler in der Hintermannschaft der Gastgeber aus, machte das 3:2.
für die Gäste, doch das war auch noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte in der 67. Spielminute Manuel Schäffler. Bleibt da eiskalt vor Vollert, der etwas überfrüht rauskommt, dafür bestraft wird. Und dann ist dieses 3:3 in einer tollen Montagabendpartie eben der Schlusspunkt. Wien-Wiesbaden und der KFC Uerdingen trennen sich mit 3:3. Jo, das war die Prognose zum, ja, ich glaube 17. und 19. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Es ist nur eine Prognose. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen, Abo und so weiter. Ihr wisst es. Bis dann und tschüss.